Die Theaterklinik Lingen ist ein Kooperationsprojekt der Hochschule Osnabrück und dem Bonifatius-Hospital in Lingen. Und wir erforschen die Möglichkeiten, theaterpädagogische Methoden in die professionelle Gesundheits- und Krankenpflege zu integrieren. Da ich auch selbst ausgebildeter Krankenpfleger bin, schon lange einfach so einen Bezug zum Krankenhaus. Und wenn ich nicht als Clown hier bin, dann gehen wir auch als Theaterpädagogen hier. Es ist ja auch ein theaterpädagogisches Projekt. Und zumeist, wenn wir auch mehrere Patienten, Kinder hier haben, sind wir hier im Spielzimmer und können dann mit den Kindern theaterpädagogische Übungseinheiten durchführen. Also das sind dann zumeist auch kleine Spiele, Teaching and Role fällt dazu. Da dann Clown spielen und sein zu dürfen, die Atmosphäre verändern zu dürfen, zu verzaubern und auch so ein, ja, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, aber so ein Staunen in den Augen der Kinder zu hinterlassen. Und das macht mir einfach sehr viel Freude. Und wenn ich sehe, dass es den Patienten auch gut tut, Freude macht, dann macht es mir noch mehr Spaß. Es ist Arbeit, aber es ist Arbeit, die Spaß macht. Also, ich sehe das gar nicht so sehr als Anstrengung an, weil also es ist klar, natürlich immer so eine Vorbereitung, so hierher zu kommen, aber sobald ich hier bin und mit meinem Clownspartner zusammen hier bin und was mache, ist es dann ist es einfach Freude, weil die Freude, die wir geben, kriegen wir zurück und das ist dann, da, also kommt kein Gefühl von Arbeit auf, sondern eben Zauber, Spaß, Freude, das ist halt was bleibt. Und das ist das, was für mich das Besondere ist. Für uns ist es eben sehr hilfreich, in der Akutsituation was anbieten zu können, um vom Klinikalltag ablenken zu können oder eben auch Schmerzen überbrücken zu können. Und zum anderen auch mal den Kindern zu zeigen, dass auch Erwachsene Quatsch machen dürfen. Und die Studenten haben es eben wirklich sehr gut hingekriegt, dann auch das medizinische Personal mit zu infizieren, anzustecken, dass eben bestimmte Sachen dann übernommen worden sind und dann eben wir auch mal eine Clowns-Visite machen, obwohl die Clowns gar nicht da sind. Wir sind Anfang des Jahres stationär aufgenommen worden und unser ältester Sohn wurde dann eben auch von den Theaterpädagogen besucht. Er war am Anfang sehr verhalten und hat erstmal nur so beobachtet und hat sich auch nicht viel beteiligt. Aber was ich so schön fand, dass er also im Grunde Tage später immer wieder anfing, von den Theaterpädagogen zu erzählen. Und dann immer so, Mama, weißt du noch, als die Clowns da waren? Und dann so in sich hineinlachte und wirklich noch so richtig die Augen strahlten. Es hat ihn halt einfach total abgelenkt von dem, was seine Krankheit in dem Moment so betraf. Und das tat mir als Mutter vor allem natürlich auch gut. Ne? So, das ist schon eine Entlastung zu sehen, dass das Kind wieder lachen kann und wie gesagt ganz aufmerksam sein kann. Hier im Krankenhaus steht natürlich die Krankheit im Mittelpunkt, aber das soll bei uns nicht so sein. Bei uns steht die Fröhlichkeit und das Erleben im Mittelpunkt. Und das nicht nur bei den kleinen Patienten auf der Kinderstation, sondern auch bei den Patienten auf der geriatrischen Tagespflege. Es gibt Momente tatsächlich, in denen ich wieder weiß, warum ich das mache. Und das sind die, in denen wir mit der Gruppe von Herzen lachen können, zum Beispiel. Oder Geschichten erzählt werden, die einen rühren. Oder Gruppenmitglieder rühren. Wenn von außen gesagt wird, heute hat man euch aber wieder lachen hören. Das sind Momente, die das Ganze bestätigen für mich und lohnenswert machen, diese Arbeit. Es kann jeder kommen, der Interesse hat. Es gibt keine Einschränkungen, keine körperlichen oder erkrankungsbedingten Einschränkungen. Wir verbringen hier mal eine Zeit, die lustig, tiefgründig, bunt, ganz, ganz vielfältig ist. Man trifft einfach hier Menschen, die so viel schon erlebt haben, die so viel teilen und so viel zu geben haben. Und wir die Möglichkeiten oder wir die Methoden haben, um eine Plattform zu bieten, diese ganzen Geschichten und Erlebnisse ein Stück weit preiszugeben oder umzuwandeln in fantasievolle Dinge. Und ja, daraus lässt sich unheimlich viel schöpfen. Da ist ganz viel,
ganz viel Nährboden für Fantasie, für Kreativität, für Erlebnisse, die man hier zusammen machen kann. In einer sehr kurzen Zeit, aber dennoch sehr tiefschürfend. Die Hochschule Osnabrück und das Bonifatius-Hospital kooperieren jetzt seit über 5 Jahren. Und seit 2014 ist es nun ein Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück, das durch deren Forschungspool, durch die Klosterkammer Hannover und durch Spenden finanziert wird. Mittlerweile sind nicht nur Studierende der Theaterpädagogik bei dem Projekt aktiv, sondern auch Studierende des dualen Bachelorstudiengangs Pflege. Und die Studierenden lernen in Hospitationen und in Workshops, wie sie einfache und unkomplizierte theaterpädagogische Methoden in ihren Berufsalltag integrieren können. Und das soll dann nicht nur den Patienten, sondern auch den Pflegenden, den Krankenhausalltag ein bisschen verschönern. Das Team der Theaterklinik ist bisher schon richtig vielen Patienten begegnet und das waren total besondere Begegnungen. Und wir freuen uns jetzt einfach auf ganz, ganz viele weitere besondere Begegnungen.